Die geschlüpften Schmetterlinge haben natürlich auch Hunger. Was sie zu essen bekommen, seht ihr hier. Als erstes benötigen wir dafür einen flachen Teller, eine Schüssel, ein kleines Schwämmchen, einen kleinen Löffel, eine Pipette und 80 bis 100 Milliliter Wasser. Als Futter bekommen die Schmetterlinge diesen Fruchtzucker. Das ist fast dasselbe Zucker, den wir auch zum Backen verwenden. Die Schmetterlinge mögen es süß. Als erstes geben wir das Wasser in die Schale. Dann öffnen wir das Päckchen mit dem Fruchtzucker und entnehmen mit dem Löffel ein wenig davon. Ungefähr ein halber Teelöffel bis ein ganzer Teelöffel reicht den Schmetterlingen schon. Dann vermischen wir den Fruchtzucker mit dem Wasser. Dafür benutzen wir einfach den Teelöffel. Nun nehmen wir das Schwämmchen und tränken es mit dem Fruchtzuckerwasser. Der Schwamm darf sich ruhig ganz vollsaugen. Das überflüssige Wasser drücken wir ein bisschen aus und dann kommt. Die Pipette kommt zum Einsatz, wenn der Schwamm mit Zuckerwasser aufgefüllt werden muss. Dann füllen wir die Pipette mit dem Zuckerwasser und träufeln dies auf den Schwamm. Der Teller mit dem Schwamm kommt dann zu den Schmetterlingen in die Aufzuchtnetze. Ein Schmetterling ist schon ganz aufgeregt, wie ihr sehen könnt, und fliegt freudig umher. Hier hat sich schon ein besonders hungriger Schmetterling direkt auf das Schwämmchen draufgesetzt. Hier könnt ihr auch besonders gut die Fühler des Schmetterlings erkennen. Mit denen erschnuppert er natürlich, wo das Futter liegt. Bei diesem Schmetterling könnt ihr besonders schön das tolle Muster erkennen, welches auf seinen Flügeln zu sehen ist. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis bald!